Neuguinea. Der drittgrößte Inselstaat der Welt liegt im Pazifik und wird zum australischen Kontinent gerechnet. Er umfasst den Osten der Insel Neuguinea sowie rund 600 vorgelagerte Inseln und Inselgruppen. Die andere Hälfte der Insel, Westpapua, wird von Indonesien beansprucht. In Papua-Neuguinea leben rund 7 Millionen Menschen. Die Bevölkerung ist in etwa 750 Volksgruppen mit fast ebenso vielen eigenständigen Sprachen und Kulturen zersplittert. Wir sind unterwegs zur Vulkaninsel Kaka und verlassen die Provinzhauptstadt Madang mit dem Speedboat. Nach einer zweistündigen Überfahrt erhebt sich vor uns die Insel wie ein Kegel aus dem Meer. Das Eiland mit einem Durchmesser von ca. 22 Kilometern ist überbordend von tropischer Vegetation. Die Böden hier gehören zu den fruchtbarsten des Landes und decken den Eigenbedarf der ca. 75.000 Einwohner mit einer Vielfalt an Früchten. Auf einer kleinen Ringstraße nähern wir uns unserem Ziel, dem Krankenhaus der Insel. Die evangelisch-lutherische Kirche von Papua-Neuguinea hat sich zur Aufgabe gemacht, in entlegenen Regionen eine medizinische Grundversorgung zu sichern. Sie unterhält mit ihrem Gesundheitsdienst, dem Lutheran Health Service, 4 Krankenhäuser und viele Erste-Hilfe-Stationen im Land. Wir sind hier zu Besuch im Gaubin-Hospital, auf der Vulkaninsel Karka in der Bismarcksee. Hinter mir das Krankenhaus und im Nebel die ca. 1800 Meter hohe Flanke des Vulkans, an dessen Fuß sich das Krankenhaus befindet, das vom lutherischen Gesundheitsdienst geleitet wird. Gerade in den ländlichen Bezirken sind die Krankenhäuser für eine ärztliche Betreuung von bis zu 100.000 Menschen zuständig. Mit 70 bis 180 Betten, Ambulanz, Kreissaal und Operationsräumen sichern Sie die Basisversorgung. Die gemeindebasierte Gesundheitsarbeit der Krankenhäuser trägt Präventionsmaßnahmen in das oft schwer zugängliche Hinterland. Pro Krankenhaus arbeiten 1 bis 3 Ärztinnen und Ärzte in einem Team mit einheimischen Pflegekräften und Hebammen. Wegen des Ärztemangels in Papua-Neuguinea beschäftigt der lutherische Gesundheitsdienst gegenwärtig 4 deutsche Ärzte an 3 Krankenhäusern. Entsendet von Mission Eine Welt, dem Missionswerk der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns. Die Herausforderung für das medizinische Personal des 1984 gegründeten Gaubin Hospitals besteht vor allem darin, mit den begrenzten Mitteln die gesamte Bandbreite des medizinischen Spektrums abzudecken. Vom tropischen Geschwür bis zur HIV-Infektion, von der Unterschenkelfraktur bis zur zerebralen Malaria. In vielen Fällen lässt sich mehr erreichen, als man angesichts der kargen Ausstattung erwarten könnte. Papua-Neuguinea ist eins der Länder in der Asien-Pazifik-Region mit der höchsten Müttersterblichkeit. 250 von 100.000 Frauen sterben an den Folgen von Schwangerschaft und Geburt. Zugleich leidet das Land unter einer Bevölkerungsexplosion. Die Einwohnerzahl verdoppelt sich alle 25 Jahre. In der Kinderheilkunde sind vor allem unbehandelte Lungenentzündungen, Malaria, Durchfallerkrankungen
für die hohe Sterblichkeit von 98 pro 1000 Kindern unter 5 Jahren verantwortlich. Mit einfachen Mitteln lassen sich diese Krankheiten meist gut therapieren. Wegen vieler Unfälle bei der Gartenarbeit und eines hohen Maßes an häuslicher Gewalt ist die Unfallversorgung ein Arbeitsschwerpunkt der Ärzte aus Deutschland. Die Unfallchirurgie muss hier ohne operative Versorgung der Knochenbrüche auskommen. Auch in der inneren Medizin stehen Infektionskrankheiten im Vordergrund. Tuberkulose ist im ganzen Land sehr verbreitet. Jährlich wird bei etwa 300 Patienten des Krankenhauses Tuberkulose neu festgestellt und behandelt. Das Deutsche Institut für ärztliche Mission unterstützt das Personal durch Schulungen und das Krankenhaus seit 2005 beim Aufbau eines eigenen HIV- und Tuberkuloseprogramms, in dem auch mit Freiwilligen aus den Dörfern der Insel zusammengearbeitet wird. HIV ist auf dem Vormarsch. In ländlichen Regionen sind etwa 1% der Bevölkerung HIV-positiv. In den Städten liegt der Anteil bei 5-10%. Für HIV-Infizierte ist das Risiko, dass TB ausbricht, 20-40 Mal größer als bei Menschen ohne HIV. Bei den immungeschwächten Patienten führt die Tuberkulose sehr häufig zum Tode. Deshalb wird allen TB-Infizierten ein freiwilliger HIV-Test angeboten. Seit 3 Jahren verfügt Gaubin auch über die antiretrovirale Therapie. Die größte Herausforderung in der HIV-Arbeit ist es aber nach wie vor, das gesellschaftliche Stigma und die Diskriminierung der positiven Patienten zu überwinden. Die Stigmatisierung führt dazu, dass Betroffene häufig aus dem Sozialleben ausgeschlossen werden. Das ist sehr schmerzhaft und gefährdet das Überleben. In einem solchen Klima möchte sich niemand gerne auf HIV testen lassen. Wer HIV-positiv ist, verschweigt es lieber. Den Betroffenen bleibt die lebensverlängernde Therapie vorenthalten und in der Bevölkerung breitet sich das Virus ungehindert weiter aus. Durch die Arbeit einer 2010 gegründeten Selbsthilfegruppe, dem Kaka Friends Network, in der sich bis jetzt ca. 20 HIV-positive Männer und Frauen zusammengeschlossen haben, gibt es spürbar Fortschritte im Kampf gegen das Stigma von HIV. Mitglieder der Gruppe leisten Aufklärungsarbeit in Schulen oder besuchen Familien in entlegenen Dörfern, um sie über die Zusammenhänge von HIV und Tuberkulose zu informieren. Wir sprechen mit dem Leiter der Selbsthilfegruppe, Selan Kargol, der sich bei allen Partnern in Deutschland bedanken möchte. Oh yes, me must talk, big blood talk, thank you through long all overseas partners, blah, blah, blah. Especially also DFAM organization, where I directly support him, HIV in a TB project, like Gaubin Hospital. All been giving big blood face through, inside long establishment, Lokaga Friends Network. Long Sally Migo, lo plenty all training, where me been go come up long end. Now even Lord Dr. Tania Ile, one time Dr. Chris who said only been stab was a medical officer at Gaubin Hospital. The big blind encouragement blong all. Wenn Sie die Sicherung der medizinischen Grundversorgung des Lutherischen Gesundheitsdienstes auf KK und den Aufbau des HIV- und Tuberkulose-Präventionsprogramms unterstützen möchten, Sie können helfen. Spenden Sie an Whoa!